Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Inc. Ja. 5000? Noch ein defektes Fahrzeug. Wo denn? Hier. Wie sieht es bei dir aus? So bist du so gut repariert. Dann los mit dir. Ja, das sind halt die hier jedes Mal 30.000, die drauf gehen. Und die Gehälter der Leute, natürlich. Das haben wir aber gleich. Das haben wir gleich noch. Hamburg, Hannover, Hamburg, Göring. Oder Hamburg, Dortmund. Ich mache erst mal nur ein bisschen Kraft hier. Ein kleiner Transporter? Nee. Da macht sich soweit hier aber schon bezahlt. So ein Wagen hier. Also wieder los. Knapp wäre mit dem hier. Aber ich guck mal, wie schnell der hier repariert wird. So, hat mir natürlich, was ja uns letztes Mal den Sieg gekostet hat, die Leute hier. Deswegen gucken wir einfach, dass wir die Leute hier auch mehr transportieren. Mit entsprechendem Geld. 84. Dann 83. So, du kannst rauf und du kannst rein. Noch hier da. Das ist hier kein Fahrzeug mehr drin. Nee, das passt. Die Fahrzeuge sehen aktuell alle okay aus. Wie lange geht das noch? 7 Tage. Wow. So ganz kurz vom Ziel. So, Nürnberg, München. Wollte ich ja ein bisschen was machen. Und zwar sowas hier. Oh, nee. Quatsch. Nürnberg.
Nürnberg München. Da haben wir auch einmal alles. Nur kein Geld mehr. $1 weniger, $2 weniger. Jawohl. Ich meine, streng genommen, es geht ja nicht darum, am meisten Gewinn zu machen. Es geht einfach nur darum, die Sachen zu transportieren, die man transportieren muss. Jetzt bin ich überall aktuell ganz gut dabei. Ich habe bei allen die Nase vorne, außer bei den ersten Klassen, die Lasa jetzt übernommen hat. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Wo habe ich jetzt da? Nein, los da. Sofort hinweisen. Sonst mit den Fahrzeugen aus? Ich denke mal. Ach, das sind ja. Das sind ja 30 und nicht 300. So, hier sind wir mal langsam. Erste Klasse. Die wollen vermutlich mehr Geschwindigkeit haben, oder? 115. 1,6 bis 3,1. Sollten wir aber alles mit so einem Bus hinkriegen. München-Lüttich. Mit ein paar ganz einfachen Upgrades. Fahren tut er ja 120. Das ist in Ordnung. Deswegen müsste das hier eigentlich die Leute mehr oder weniger zufriedenstellen. Stellt ihr auch zufrieden? So, die Schweiz hat auch 110. Ein Fahrzeugdefekt. Vermutlich hier oben, jawohl. Weil vermutlich das Depot einfach voll ist. Ja. Das wird aber gleich rausgeschickt. Passt. Ich wollte gerade die Lizenz für die Schweiz kaufen. Und das machen wir jetzt auch. Was gibt's denn hier Spannendes? Genf die Umfrage. $81.000. Mit Hannover habe ich noch überhaupt nichts am Hut, war. Nach Hamburg. Einmal sowas hier.
einmal. Sowas hier. Da gingen wieder große Löhne raus. Was sagen denn die Statistiken aktuell gerade noch? Das sieht eigentlich alles ganz in Ordnung aus. Eigentlich, aktuell. Das sah es letztes Mal aber auch. So ging es letztes Mal aber auch. Hoffentlich kommt jetzt keine böse Überraschung mehr. Die sind so flink. Ich glaube, es ging doch auch mit, ja genau, mit Steuerung einfach. Genf hat viel nach Frankreich. Aber so richtig viel. Frankreich kostet aber auch ordentlich viel. Vielleicht noch hier sowas hier zum Beispiel, ne? Es gibt dann auch ordentlich viel Geld. Haben wir mit Leipzig. Leipzig haben wir hier ein paar Passagiere. Und Leipzig haben wir da ein paar Passagiere. Flut. Was wird denn überflutet? Das war zu viel. Na komm, dieser eine Passagier mehr oder weniger, das ist ganz in Ordnung. Auf die erste Klasse drauf gehen. Mal schauen, wo wir erste Klasse Passagiere haben. Der fährt gerade hin. Aber ich würde sagen, die Nachfrage dafür ist da. Deswegen München-Nürnberg. Oh ja, stimmt. Hier München. München-Lüttich. 125. Nee. So, so. Was haben wir dafür einen Preis? Oh, einfach 18. Okay. Jetzt groß mit dem Preis rumgespielt. Hierhin. Von München nach da. 135. Ich meine, mehr als schief gehen kann es ja nicht, ne? Was gefällt dir noch nicht? Komfort und Dingen. Höhere Haltbarkeit, ich bin auch bescheuert.
So, mehr Komfort. Wenn die Leute damit zufrieden sind, dann müsste es eigentlich auch wieder passen. Dann wird der Bus auch wieder voll. Mal sehen, ob wir mit den 80 da jetzt rankommen. Ja, hört sich gut aus. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Noch ein paar normale Passe, einfache Passagiere. Und ich muss, wie gesagt, erste Klasse muss ich noch. Wien. Gibt's denn da auch noch? Aber da wäre ich mir jetzt nicht sicher. Nope. Weder Geschwindigkeit noch der Komfort. Mal sehen, ob wir mit dem Komfort was machen können. Perfekt. Dann würde ich noch mal hier in Wien vielleicht ein Depot bauen. Sobald wir das Geld dafür haben. Und hier wieder ein Cut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.